Er war 20 Jahre Geschäftsführer bei den Stadtwerken Mürzzuschlag, hat danach den Sprung als Selbstständiger gewagt und ist Berufsfotograf und hat vor kurzem sein erstes Fotobuch herausgebracht. Er, das ist der Kommerzialrat Hans Schrotthofer und er ist zu Gast im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen bei einem weiteren Studio-Talk, diesmal mit Kommerzialrat Hans Schrotthofer. Ich habe schon eingangs erwähnt, du hast eine besondere Berufslaufbahn hinter dir und bist noch berufstätig. Ich bedanke mich für dein Kommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Hans, Stadtwerke, 20 Jahre Geschäftsführer, kaufmännischer, ist abgeschlossen. Aber dann bist du nicht einfach in Pension gegangen, sondern bist Berufsfotograf geworden. Bitte, warum? Ja, das ist sicher eine gute Frage, weil wenn man in Pension geht an sich, könnte man auch irgendetwas anderes tun. Aber der Beruf als kaufmännischer Geschäftsführer hat mich schon auch geprägt. Zu meinen Aufgaben hat auch die Werbung gehört. Und in der Werbung ist es immer wieder um viel Fotografie gegangen, um richtige Aufnahmen, richtige Fotografen zu finden, das zu treffen, das man braucht, um eben am Markt im Prinzip sich platzieren zu können. Das hat mein Interesse so geweckt, dass ich, wie ich in Pension gegangen bin, mir dann vorgenommen habe, eine Fotografenausbildung zu machen. Ich habe dann die sogenannte Prager Fotoschule in Käfermarkt besucht. Prager Fotoschule nennt sich das deshalb, weil es nach einem Fotosystem aus Prag geführt wird. Die Prager waren genauso gute Fotografen wie Glasbläser. Von dort ist das mitgekommen. Und in dieser Prager Fotoschule, die ich 4 Semester besucht habe, hat man alle Grundlagen der praktischen, angewandten und künstlerischen Fotografie gelernt. Das war eigentlich die Basis für mein Beginnen. Du hast aber vorher bereits, also während deiner Tätigkeit bei den Stadtwerken oder auch noch früher, schon Interesse für Fotografie gezeigt und warst quasi Hobbyfotograf? Ja, ganz richtig. Ich war bei eigentlich von Jungen auf und da war es also sehr, sehr spannend, weil da habe ich noch diese altvorderen Fotografen im Mürzzuschlag erleben können. Meine ersten Gehversuche habe ich beim Beudel Maurer in der Volksschule gemacht. Der war der Leiter der Fotogruppe Mürzzuschlag und hat dort auch hervorragendes Equipment gehabt und Ausbildung gemacht. Aber so richtig warm bin ich dann eigentlich nicht geworden, weil diese Herren haben uns immer nur die älteste Chemie zur Verfügung gestellt und dann sind unsere Büttel dann immer ein bisschen grenzwertig geworden. Und so ist es halt weitergegangen. Ich habe auch im Zuge meiner Berufstätigkeit schon viel Reisefotografie gemacht und auch einmal bei den Stadtwerken eine Ausstellung gestaltet. Also Fotografie begleitet mich eigentlich schon immer. Und die Natur hat es dir angetan. Du warst ja auch Obmann vom Jagdschutzverein, bist jetzt Ehrenobmann. Und hast auch mit der Natur natürlich entsprechende Kontakte über die Linse geknüpft. Du sagst es, lieber Horst, es ist so, dass ich diesen Kontakt zur Natur natürlich auch in die Fotografie übertrage. Allem oder viele meiner Bilder sind von der Natur geprägt, aber natürlich nur in jenem Bereich, der sich mit eigenen Projekten befasst. Als Berufsfotograf hat man andere Aufgaben. Als Berufsfotograf hat man ein eigenes Fotostudio und arbeitet für die Wünsche anderer, nämlich der Auftraggeber, und hat sich dort meist in seinen sehr engen Rahmen zu bewegen, nämlich hervorragende Produktfotografien oder eben Aufnahmen von Mitarbeitern für Homepage und dergleichen zu machen. Dort ist der Freiraum gering. Er war mir aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Ich hätte eigentlich nicht unbedingt Berufsfotograf werden müssen. Es hat sich aber dann herausgestellt,
dass es, wenn man sich weiterbilden will oder wenn man zu Qualität kommen will, eine Hürde gibt, die man überschreiten muss, und die ist, man muss ein Produkt verkaufen können. Nur wenn der Kunde auch bezahlt dafür, sagt er nicht, na wunderbar, gefällt mir, sehr schön. Aber in Wirklichkeit denkt er sich, habe ich schon 100-fach gesehen, Ansichtskartenfotografie. Wenn er bezahlt dafür, wird er sehr kritisch. Dann kommt die Wahrheit ans Tage. Beherrschst du das? Wirst du den Kunden gewonnen haben? Beherrschst du es nicht, wird er nur einmal bei dir gewesen sein. Ich habe Gott sei Dank eine Menge Stammkunden in der Bauwirtschaft, auch in der Industrie, bei den Banken, verschiedene Bereiche, die hin und wieder oder immer öfter oder noch immer mich wieder aufsuchen und ein paar Bilder machen lassen, weil sie offensichtlich mit meiner Ausführung zufrieden sind. Das war eigentlich die Motivation, Berufsfotograf zu werden. Das Verdienen hält sich in Grenzen, das kann ich beruhigen, weil heutzutage ist es so, was nur irgendwie geht, macht letzten Endes jeder selbst. Ein Handy fotografiert heute schon so toll, dass man sagen muss, unbedingt brauche ich nicht Fotografen. Aber manchmal braucht man Fotografen. Natürlich war es immer auch sehr lustig oder sehr nett, ist sehr ansprechend, Hochzeiten zu fotografieren, Taufen zu fotografieren. Eine Hochzeit ist ja eine tolle Veranstaltung. Alles fesch angezogene, lustige, gut aufgelegte Leute, die vielleicht dann noch mit Genuss ein paar Achtel trinken und noch lustiger werden. Wenn man dann dort gute Büttel machen kann, hat man hinten auch selber Freude und man war selbst irgendwo in einem sehr angenehmen Klima dabei. Das ist eigentlich die eine Seite, die Berufsfotografie. Die übrige Seite sind Eigenprojekte. Eigenprojekte ist diese Naturfotografie, von denen ich ja heute noch immer oder immer wieder Kalender mache. Ich mache ja seit Jahren einen Kalender, der sich mit der Welterberegion befasst und der natürlich sich überwiegend auf Naturbilder konzentriert, wie du richtig erkannt hast. Ich bin viel in der Natur, ich tue mir dort sehr leicht, Situationen vorzufinden, die ja ansprechend sind, und die muss man aber dann auch in irgendeiner Form präsentieren können. Und das ist eigentlich eine große Herausforderung. Wie präsentiere ich meine Aufnahmen? Heutzutage, jeder weiß es, sind die Bilder alle irgendwo am Handy. Beim Handy der Ausgängen bei 50% davon eh verloren. Und es hat früher oder auch in der Prager Fotoschule ein ehernes Gesetz gegeben. Nur ein gedrucktes Bild ist ein Bild. Alles andere ist eigentlich eine digitale Illusion, die dir gezeigt wird. Die Illusion ist ja auch dahingehend, und das ist oft die große Schwierigkeit in der digitalen Zeit, jeder Bildschirm zeigt das Bild anders. Die Schärfe, die Farben sind auf jedem Bildschirm, die Kalibrierung funktioniert nicht so, dass wir dem, der ich es liefert, der die gleichen Form sieht, wenn es gedruckt ist, dann ist fertig. Dann hat man es auch, aber darum nutze ich halt Kalender, um Naturfotografie zu präsentieren. Also diese Naturfotografie hast du jetzt angesprochen und auch Bilder hergezeigt. Früher hast du dann von der Eventfotografie gesprochen, Hochzeit. Du bist ja auch bei Veranstaltungen, Konzerten im Staatssaal immer wieder zu sehen. Ja. Und dann gibt es noch die ebenfalls von dir angesprochene Architekturfotografie. Das ist ja eine besondere Herausforderung. Und du sagst da, mit dem Handy kann man halt bald was fotografieren. Aber ich beobachte dann oft, wenn ich so ein Objekt fotografiere mit dem Handy, das ist ganz schief, die Perspektive verzerrt, quasi so, das nennt man stürzende Linien oder so ähnlich. Wie machst du das jetzt als Profi, dass das Objekt auch auf dem Bild so ausschaut wie in der Natur? Ja, da gibt es heutzutage, man muss da offen der Wahrheit die Ehre geben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Jene Möglichkeit, die auch fürs Handy besteht, mit der richtigen App, kann man also stürzende Linien korrigieren, auch in Photoshop. Aber, und jetzt kommt's, das ist eine ganz feine Geschichte, weil ja das menschliche Auge stürzende Linien
in marginalen Ausmaß trotzdem wahrnimmt. Wenn du das jetzt hundertprozentig korrigierst, schaut der Kobe so aus. Fürchterlich, nicht anzuschauen. Deshalb machen die Fotografen komplett was anderes. Ich mache es halt noch so und viele andere auch. Es gibt Spezialobjektive, die heißen Tilt-Shift-Objektive. Und in diesem Objektiv korrigiert man bereits vor der Aufnahme die stürzenden Linien und auch die Tiefenschärfe. Weil es ja so ist bei der Fotografie, die Tiefenschärfe, Fotografie ist ja nur ein zweidimensionales Element. Das ist nicht dreidimensional. Die Darstellung soll aber möglichst dreidimensional mit Vordergrund, Hintergrund, Tiefenschärfe sein. Und dessen bedient man sich des Schärfeverlaufs. Und da gibt es eben genau für die Architekturfotografie, kosten viel Geld, sind es halten aber 5 Generationen. Also das hält, ein gutes Objektiv kann man weiterfärben. Gibt es einstellbare Objektive und man sieht im Sucher bereits, wie viel man korrigieren soll, kann, muss, um eben ein naturgetreues Bild zu haben. Ich schaue dann im Sucher, sehe ich, wie es ausschaut, im Sucher, schaut es ja gleich aus, ist okay, schaut es nicht gleich aus, muss ich noch korrigieren. Und das ist eigentlich das bei der Architektur, aber es gibt eine zweite Aufgabe bei der Architekturfotografie auch noch, die ist absolut auch die wichtigste. Man muss bei einer besonderen Architektur, und nur sowas fotografiert man ja in der Regel, auch erkennen, was die Intention des Architekten war. Wie wollte er es hinein positionieren in die Landschaft? Wenn man das nicht erkennt, kann man Architekturfotografie nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers machen. Das muss man spüren. Mhm. Ja, du sagst spüren und erkennen. Jetzt kann man sehr viele Dinge lernen, es gibt Ausbildungen und so, man kann nachlesen und so, aber kann man wirklich alles lernen? Kann man den Blick für das Motiv, das Erkennen, was dahinter steckt, kann man, ist das erlernbar oder muss man das einfach haben? Naja, sein tut so. Leica ist ja eine berühmte Marke, die haben so Markengesprüche geklopft seit 100 Jahren schon. Und da gibt es einen guten Spruch. Jeder, der sehen kann, kann auch fotografieren. Aber sehen zu lernen kann ein ganzes Leben dauern. Das ist die Wahrheit. Jeder, der sehen kann, kann es fotografieren. Aber wie man es sehen muss, ist ein Lernprozess, der Gott sei Dank, und das ist das Wunderschöne an der Fotografie, nie enden wird. Es ist so, dass natürlich diese Art von Fotografie, von gewerblicher, von exakter, von dokumentarischer Fotografie einen irrsinnigen Reiz hat, eine große Aufgabe ist. Aber irgendwann ist es so, zu mir hat einmal einer gesagt, die Wiener Philharmoniker kennen den Radetzky-Marsch, wollen schon nicht mehr spielen, weil das spielt jeder, sei wollen was anderes spielen. So ähnlich ist es auch bei Landschaftsfotografen, Architekturfotografen. Wenn du es einmal heraustust, bist eh begeistert und mit dabei, man macht es auch gern, aber ab und zu will man auch ganz was anderes machen. Nämlich weg von dieser Dimension, weg von dem Präzisen, weg von Dokumentarischen vor allem. Und jetzt kommen wir in die andere Richtung, nämlich nicht die gewerbliche, sondern die künstlerische Fotografie. Künstlerische Fotografie hat eine andere Aufgabe. Sie hat für mich zum Beispiel das Interesse auszuloten, was kann überhaupt die Fotografie alles? Was geht denn? Kann ich jetzt wirklich nur anknipsen, schau, noch ein schöner roter Sonnenuntergang und vielleicht noch ein bisschen roter, mehr. Irgendwann ist es einmal erreicht. Ich habe zum Beispiel da heuer erstmalig einen Kalender geschaffen. Ich bin neugierig, ich habe mir auf den Markt gebracht. Ich bin neugierig, ob überhaupt das wer kauft. Das Verständnis hält sich oft sehr in Grenzen, eh klar. Kann auch nur so sein, aber das soll ja nicht entmutigen. Es ist ein Kalender, der heißt Capture Your Dream, also halte deinen Traum fest, Träume zu fotografieren und befasst sich mit dem Thema Urban Dynamics, also städtische Bewegung. Und städtische Bewegung in Traumbildern fotografiert, sind natürlich nicht dokumentarische Bilder, sondern sind Bilder,
die jede Art von Denkungsweise zulassen. Wenn man das Bild anschaut, und das ist der Vorteil bei solchen Bildern, es wird dann jedes Mal dazu etwas anderes einfallen. Und auf die berühmte Frage, die jeder stellt, wo ist denn das, kann man sagen, es ist das, was du gerade siehst. An jeden ist es freigestellt zu sehen, es sind Träume festgehalten und es wird dann bei deinem Kalender vielleicht auffallen, vielleicht beim nächsten Bild mehr, muss ich mal schauen, dass zum Beispiel viel weiß ist. Diese Aufnahmen sind mit einer Infrarotkamera gemacht. Eine Infrarotkamera fotografiert jenes Licht, das das menschliche Auge nicht mehr sieht. Aus diesem Grund schauen diese Bilder auch so fremd aus, weil hier Dinge drauf sind, die das menschliche Auge nicht mehr erkennen kann. Weil Infrarot ist über unserem Spektrum, das wir im Prinzip sehen können. Und das macht halt auch einen Spaß, Dinge zu fotografieren, wo man sich dann denken kann, wo es das ist. Und die Helligkeit ist eigentlich nur Infrarot, verwendet man ja auch dafür, um zum Beispiel ein Haus auszumessen, wo undichte Stellen sind, wo Wärme austritt. Hier tritt beim Menschen Wärme aus. Das wird weiß. Und das macht halt auch einen gewissen Reiz, auszuloten, was es über die herkömmliche Fotografie hinaus noch gibt. Reizvoll, spannend, kreativ. Lieber Hans, du hast aber nicht nur den Kalender herausgebracht, sondern erstmalig heuer auch ein Fotobuch. Und über dieses Fotobuch sprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung. Zahlreiche prominente Gäste waren gekommen, um der Vorstellung des Projekts Primärversorgungseinheit mit Zuschlag im Bahnhofsgebäude beizuwohnen. Den musikalischen Rahmen dazu bot das Bläserquintett des Eisenbahner Musikvereins. Wie wird in Zukunft ein Tag im Primärversorgungszentrum mit Zuschlag ausschauen? Wir haben unsere Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag haben wir geöffnet von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. So ein Tag im Primärversorgungszentrum schaut so aus. Mit unserer Eröffnung der Türen ist quasi die Allgemeinmedizin vor Ort. An gewissen Tagen gibt es dann auch noch die Physiotherapie bei uns im PVE und die Damen in der, die Ordinationsassistentinnen und Diplomierten stehen bereit für die Patientinnen und Patienten. Gerade eine PVE ist ein weiterer Ausdruck von Teamarbeit. Durch die gute Zusammenarbeit von Politik, den österreichischen Gesundheitskassen, den Diakonissen und den ÖBB konnte dieses wichtige Projekt zeitgerecht umgesetzt werden. Wir werden auch weiterhin unsere Hausärztinnen und Hausärzte brauchen, unsere niedergelassenen Fachärzte. Aber wir brauchen starke Gesundheitszentren, wo viele Berufsgruppen unter einem Dach sind. Die Steiermark ist Vorreiter bei den Gesundheitszentren. Wir haben heute das 17. eröffnet. Wir werden heute sogar noch in Leoben das 18. präsentieren. Also da bin ich schon sehr stolz drauf als Gesundheitslandesrat. Wenn man erkrankt ist, dann braucht es eine ortsnahe, eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung, eine möglichst umfassende und in der primären Versorgungsstufe umfassende Gesundheitsversorgung. Und ein Primärversorgungszentrum, so wie wir es hier heute vorstellen und präsentieren, ist der ideale Ort dafür. Also ein Primärversorgungszentrum ist ja nicht nur ein Haus, in dem mehrere Ärztinnen und Ärzte miteinander arbeiten, sondern ein Primärversorgungszentrum bietet auch zusätzliches medizinisches, versorgerisches Angebot und erhöht die Möglichkeit einer abschließenden Behandlung, ohne zu Fachärzten oder in Krankenhäuser gehen zu müssen. Und da ist das der ideale Ort dafür. Hannes Stickler, Geschäftsführer der PVE Diakonissen GmbH, bringt die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit mit einem Satz auf den Punkt. Trage einer des anderen Last, damit die Welt schöner wird, besser wird und vielleicht auch ein wenig freundlicher. Patientenfreundlich gestaltet sich auch die Terminvergabe. Der Plan ist, dass die Termine sehr schnell vergeben werden, weil wir eben eine Primärversorgungseinheit sind und dass man auch wirklich in der Akutphase die Betreuung kriegt. Wie viele Patienten werden dann am Tag behandelt werden können?
das ist schwierig zu sagen, je nachdem, wie der Bedarf ist. Und ich arbeite auch unterschiedliche Stunden am Tag, also das ist ganz unterschiedlich dann. Welche Öffnungszeiten wird es zum Beispiel jetzt für die Physiotherapie geben? Es wird einmal mit Mittwoch und Donnerstag gestartet, von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Und dann werde ich mit meinen Stunden aufstocken. Primärversorgungszentren bieten eine umfassende medizinische Grundversorgung und ersetzen oder ergänzen traditionelle Arztpraxen. Wir haben jetzt noch eine Kassenstelle durchgesetzt. Frau Dr. Neuhauser ist im Dienst seit einiger Zeit und das PVE wurde begründet. Die Diakonie betreibt es. Eine ganz tolle Einrichtung von Montag bis Freitag, von früh bis abends, wird hier allgemeinmedizinisch mit Physiotherapie und verschiedenen anderen Leistungen Angebot gegeben für alle Menschen, die da leben. Und ich freue mich sehr, dass jetzt soweit ist. Es hat eine Zeit gedauert, aber jetzt ist es soweit gekommen und wir freuen uns heute. Ein Freudentag, dass wir es begrüßen und eröffnen können. Die Primärversorgungszentren sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer modernen Gesundheitsversorgung und tragen maßgeblich dazu bei, das Gesundheitssystem nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten. Die steirischen Landtagswahlen 2024 sind geschlagen. Wir befinden uns hier im Zentrum für Mützzuschlag und fragen die Bürgerinnen und Bürger, ob sie mit dem Ausgang der Wahl zufrieden sind und was zu diesem Wahlergebnis geführt haben könnte. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Nicht gerade richtig, ne? Naja, nicht ganz, aber es hat vorauszusehen können. Wie sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Eigentlich nicht so, wirklich. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und jetzt werden wir sehen, wie es umgesetzt wird. Nein, gar nicht. Was hätte anders laufen müssen, beziehungsweise wie ist es zu diesem Ergebnis gekommen? Da bin ich selber sehr ratlos. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich bin schockiert, ja, und traurig ein bisschen. Nicht ideal zufrieden, aber man muss es nehmen, wie es ist. Ne? Ja, also nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber wie gesagt, ja, es war zu erwarten. Es ist nicht nach meinem Wunsch ausgegangen, aber vielleicht tut eine Veränderung gut dem Land. Also ich kann mich nur überraschen lassen und ich hoffe, dass der Kunesek das besser macht. Puh, wieso ist es dazu gekommen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben die Leute einfach Angst, unnötig Angst. Ich schätze, das ist von der Bundesregierung her, dass das ein Frust eigentlich bei allen Bürgern ist. Also die, was halt ich kenne, wir sind alle einer Meinung, ja, das frustriert. Ja, es hat dazu geführt, dass eigentlich viel schief gegangen ist, da in der Steiermark mit der Gesundheitspolitik und so, und das hat den Leuten nicht so richtig gefallen, glaube ich. Es ist halt das Leitspital gewesen, nicht? Da braucht man nicht rein. Und das hat die Leute, die kriegen Angst, weil man keine Versorgung mehr hat, nicht? Alles geht runter mit Zuschlag, alles, dann kann man da rauffahren. Das geht nicht, wenn du Zeit in den Finger schneidest, musst du Bruch fahren. Ja, das ist auch kein einfaches Thema mit den Spitälern, das muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht wollen alle Leute eine Änderung haben. Ich kann mir es nur so vorstellen, weil die Leute waren, glaube ich, schon unzufrieden. Und das wird wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen sein. Zum Beispiel die ganzen Teuerungen, die Energiekosten, sicher die Migration genauso. Weil wir können das nicht mehr stemmen. Es wird anders werden, aber ob es besser wird, kann man nicht sagen. Es war zum Erwarten, von Zufriedenheit, ja, kann man nicht unbedingt sprechen, aber es ist, wie es ist. Es hat so kommen müssen. Jetzt ist, wie es ist und jetzt schauen wir, was kommt. Ja, vielleicht ist ja auch, was weiß ich, was Gutes, man kann es ja nicht sagen. Wie könnte nach Ihren Wünschen eine Koalition in der Steiermark in Zukunft ausschauen? Das kommt von den Verhandlungen ab, ne? Was dabei rauskommt. Möglich ist alles. Haben Sie Wünsche? Tja, ich hätte gerne, ja, in dem Fall kann man sagen, blau-rot wäre idealer für mich. Ja. Ich meine, die Blauen haben einen guten Ansatz, nicht? Weil die Auslandspolitik, da braucht man nicht rein und das macht sehr viel aus bei den Leuten. Das macht sehr viel aus. Ich denke, dass vielleicht blau mit rot zusammenkommt. Das wäre vielleicht mein Wunsch. FPÖ natürlich erster. Und dann werden wir sehen, wäre mal interessant mit der SPÖ. Wäre mal interessant, sage ich mal. Welche Art der Regierung wünschen Sie sich für die Zukunft? Eine gute, die was für die Leute orten,
und dass Österreich im Gesamten immer gut dasteht in der EU und auch im ganzen, auf der ganzen Welt. Es soll weniger gestritten werden, es soll mehr für die Leute da werden. Das sind nicht die üblichen Ansichten, was, glaube ich, viele Steirer teilen. Und es soll gearbeitet werden, so wie jeder von uns eigentlich arbeiten muss. MZ.net, Ihr Internet-, TV- und Glasfaseranbieter in der Region Mürztal. Infos unter info@mznet.at. Das Miele Center Stadtwerke Mürz mit dem integrierten Möbelstudio glänzt mit einer beeindruckenden Auswahl an Ausstellungsstücken. Erleben Sie unsere Ausstellungsküchen, ausgestattet mit hochwertigen Miele Elektrogeräten. Unsere Möbelplaner beraten Sie gerne und erarbeiten mit Ihnen perfekte Wohnraumlösungen für Ihr Zuhause. Mürzzuschlag macht einen großen Schritt in Richtung moderner Gesundheitsversorgung. Bei der diesjährigen Gemeindeversammlung im Stadtsaal wurde die neue Primärversorgungseinheit am Mürzer Bahnhof vorgestellt. Ein zentrales Projekt, das die medizinische Betreuung in der Region nachhaltig stärken wird. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, in relativ kurzer Zeit sehr rasch das Projekt auf die Beine zu stellen und umzusetzen, weil trotz guter Versorgung mit Ärzten im fachlichen Bereich die Allgemeinmedizin einfach eine große Lücke war. Wir haben 4 Planstellen gehabt, jahrelang. Dr. Götz, Dr. Lichtenegger, beide in Pension, sind nur mehr 2 geblieben, Dr. Jus, Dr. Weilhatter. Da war dringender Handlungsbedarf und mit diesem PVE haben wir eben die Allgemeinmedizin, glaube ich, sehr gut abgedeckt mit Ergänzungen, Physiotherapie, später auch Diätologie. Und das am Bahnhof in guter Lage ist für alle erreichbar, bereichert auch den Bahnhof selber. Also ein gelungenes Projekt und ich freue mich wirklich, wenn es dann in Betrieb geht. Die PVI versteht sich als Hausarztpraxis Plus, bestehend aus 2 Allgemeinmedizinern, die von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern unterstützt werden. Dabei wird die Ordination am Bahnhofsgebäude ab 9. Dezember an 40 Stunden geöffnet sein und eine breite allgemeinmedizinische Versorgung bieten. Das bedeutet, wie man einfach zu seinem Hausarzt geht, kann man dann ins PVE kommen. Man kann sich im PVE auch einen Arzt aussuchen, der dann sein Hausarzt sein soll. Weiters natürlich gibt es Blutabnahmen im PVE. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit, denn die Blutabnahme ist an jedem der Öffnungstage möglich und das die ganze Öffnungszeit lang. Weiters werden wir Wundversorgung machen. Wir können auch EKG schreiben im PVE und so Kleinigkeiten wie jeder andere Hausarzt einfach erledigen. Vorsorgeuntersuchungen, impfen tun wir, also ganz normal wie jeder andere Hausarzt auch. Erweitert wird das Gesundheitsangebot durch die Physiotherapeutin Vanessa Grabner. Betrieben wird die Primärversorgungseinheit von den Diakonissen. Dass das Projekt in nur 4 Monaten realisiert werden konnte, liegt an der guten Zusammenarbeit aller Projektpartner rund um den Schladminger Diakon und Gesundheitsökonomen Hannes Stickler. In Admont gab es bereits eines und wir haben den Kontakt gefunden. Ich habe ihn besucht, er hat gesagt, ja, das wäre interessiert. Sie wollen mehrere solche Einheiten betreiben. Es gab Gespräche mit der ÖGK, die ja den Vertrag dann bereitstellen müssen. Und dann ist es Schlag auf Schlag gegangen. Alle haben sich bemüht, die ÖGK, die ÖBB, die Diakonissen, die Gemeinde. Und es ist was Gescheites rausgekommen. Neben der Vorstellung der Gesundheitseinrichtung war der Hochwasserschutz ein wichtiges Thema bei der Gemeindeversammlung. Dafür werden von Bund und Gemeinde zusammen insgesamt rund 11 Millionen Euro investiert. Wir haben uns nochmal bei der Feuerwehr bedankt, wir haben ein paar Bilder gezeigt von solchen Rückhaltebecken, die laufend gewartet werden müssen, weil sonst halten sie das nächste Mal nicht mehr, und darauf hingewiesen, dass eben auch hier Vorsorge was bringt. Es werden gerade neue Rückhaltebecken, große Bauwerke errichtet, darüber wurde gesprochen und eben auch, dass man gut leben kann, dass man eben Wohnraum schaffen, einen Spielplatz baut haben und so, dass man es fußläufig erreichen kann, dass eben auch hier Sicherheit für Kinder, Jugendliche, Familien besteht und zusammenfassend eben trotz aller Schwierigkeiten, die es auf der Welt gibt, festgestellt, dieses Jahr war für Mürzzuschlag ein gutes Jahr, es hat sich viel getan und wir sind gut unterwegs.
Das Studiogespräch mit Hans Schrotthofer geht weiter. Lieber Hans, wir haben schon einiges gehört von deiner Einstellung zur Fotografie, zu deinen Möglichkeiten. Und wir haben schon angekündigt, du hast erstmals ein Fotobuch herausgebracht neben dem Kalender. Und über dieses Fotobuch müssen wir unbedingt plaudern. Erzähl ein bisschen was, warum ist es entstanden, was gibt es da drinnen zu sehen? Dankeschön. Ja, das Fotobuch Mürzer Zeitbilder. Es zeigt Stadtansichten vor 100 Jahren und jetzt und Porträts und Statements und Interviews. Wie bin ich dazu gekommen? Grundsätzlich hat Mürz Zuschlag im vorigen Jahr ja die 100-Jahr-Feier der Stadterhebung geführt und da habe ich mir eingebildet, irgendwas musst du machen. Da habe ich mit dem Thomas Jambauer gesprochen und es hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich 100 Porträts von Mürz Zuschlagern oder von Mürz Zuschlag befreundeten Menschen machen konnte. Wie konnte ich das? TV Mürz hat seine Studiogäste, die sie hier wie ich interviewt wurden, mir zur Verfügung gestellt bzw. gebeten oder die Möglichkeit geboten, dass sie bei mir zu einem Porträt-Shooting kommen können. Das war so eine ganz tolle Geschichte. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ich habe ganz schöne Porträts gemacht. Ich habe auch ganz liebe Rückmeldungen bekommen. Ich habe nur Schwarz-Weiß-Porträts gemacht. Und dann hat sich eben die Möglichkeit eröffnet, diese Porträts auch bei der offiziellen 100-Jahr-Feier im Stadtsaal zu präsentieren. Und das hat eigentlich wieder ein Echo ergeben. Und ich habe gesagt, ich muss die Bitte, was mache ich? Und da ist mir dann eingefallen, eigentlich könnte ich ein Buch machen. Aber ein Buch mit den Porträts allein, naja, das war halt ein bisschen dünn. Jetzt habe ich die Idee gehabt, dass ich vom Steirischen Landesarchiv mir Ansichtskarten ankaufe, die ich verwenden darf. Habe diese Ansichtskarten reproduziert und dann recht groß ins Bild ins Buch mit hineingenommen. Und das Besondere an dieser Sache ist, dass alle Ansichtskarten eine genaue Jahrzahl haben, wann sie aufgenommen wurden. Und das dürfte dem jetzt Zuschlager interessieren, weil hier gibt es jetzt interessante Aufnahmen von der Wiener Straße, von der Grazer Straße. Ein Highlight ist zum Beispiel auch der alte Stadtsaal, das Coburger Haus oder man höre und staune, es hat eine Reste gegeben, erste und zweite Klasse. Und einen Hauptteil in diesem Buch bilden dann jene Porträts, die ich hier vis-à-vis von diesem Studio in meinem Studio aufnehmen durfte und die nun auch als Zeitdokument festgehalten sind. Dieses Buch hat aber noch eine zweite Aufgabe, nämlich es gibt, und das ist vielleicht die Überleitung zur Moderne, ein Buch ist ja eigentlich, naja, eigentlich schon was Antiquiertes, es gibt bei jedem Foto einen QR-Code und dieser QR-Code führt zu diesem Interview, das du oder deine Kollegen mit dem Betreffenden zur damaligen Zeit geführt hast. Und ich finde, diese Filme sind auch hervorragende Zeitdokumente, weil sie handeln genau um diese Zeit, wo mit Zuschlag die 100-Jahr-Feier gefeiert hat. Und wenn man da nachschauen kann in ein paar Jahren, wird es interessant sein, was da die Leute bewegt hat. Ja, spannend klingt das. Also das Buch ist ja schon erhältlich im Handel bei der Firma Kerbisser zum Beispiel. Kann man es noch wo bestellen? Ja, grundsätzlich ist es so, meine Produkte, Kalender oder auch das Buch, ich bin natürlich ein Mensch, der versucht, möglichst regional selbst zu sein, selbst zu kaufen. Ich verkaufe es auch nur regional. Das heißt, die Firma Kerbisser war so großzügig und hat gesagt, jawohl, wir vertreiben dein Buch. Und jeder, der also Interesse hat, kann sich dort zu einem einigermaßen, sag's jetzt ganz offen, erklärlichen Preis erwerben, kostet 39,90. Es war eine der Hauptaufgaben, wenn man selbst ein Fotobuch macht, ohne Verleger im Eigenverlag
ohne Werbung drin, ohne Sponsor, ohne allen, war es die Hauptaufgabe, jemanden doch zu finden, der zu diesem Preis drucken kann, dass das Buch, weil ein Fotobuch, wenn es selbst eins macht, das hat 184 Seiten, wenn es selbst eins macht mit 184 Seiten, das kostet 100 Euro. Also das kann man so nicht machen. Da braucht man jemanden. Ja. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen und dadurch kann ich es auch anbieten. Ich würde mich freuen natürlich, wenn welches Film jetzt zusätzliche Interesse daran findet. Zu welchem Preis? 39,90. Okay, es scheint erschwinglich zu sein. Eine Erklärung noch früher, du hast einmal die Reste erwähnt, da ist die Bahnhofsrestauration natürlich gemeint. Das nur so als Nachtrag. Und ich muss auch sagen, dein Studio ist hier gleich nebenan im Gebäude Wiener Straße 3. Also darum war es auch recht einfach, TV-Mürz-Studio und dann Fotostudio. Das auch noch zur Erklärung. Und wir sind schon am Schluss, letzte Frage, beziehungsweise hast du einen Wunsch noch? Ja, ich habe schon einen Wunsch, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist wahnsinnig schwierig, die Produkte, die man macht, auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich mache auch sehr, sehr viele Bilder und zwar da besondere Bilder jetzt und zwar im Blaudruck. Cyanotypie nennt sich das. Ist eine uralte Technik, ich kann es recht gut. Und diese Bilder wären halt auch toll, wenn sie irgendwo in einer Galerie hängen könnten. Und da wäre mein Traum immer noch, und den gebe ich nicht auf, dass sie irgendeinen Zuschlager-Geschäftsmann findet, der sagt, ich mache zusätzlich zu meinen Produkten eine kleine Galerie. Und ich bin überzeugt, das würde nicht nur der Hans Schrotthofer, sondern auch viele andere gerne nutzen, um den Zuschlagern die Möglichkeit zu geben, genau dann, wenn sie einen Bedarf haben, sich ein Bild auszusuchen. Lieber Hans, mit diesem Traum beenden wir unser Gespräch. Ich bedanke mich für deine interessanten Ausführungen. Herzlichen Dank, lieber Horst. Danke dir. Und ich bedanke mich bei allen Zuseherinnen und Zusehern fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.